Ich grüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge Arc Evolved, Folge 22 auf Stefans Mix TV. Ja, Freunde, ihr habt ja gesehen, dass ich einfach mal die Klippe runtergestürzt bin. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt ist. Und ich glaube, das hat sich dann jetzt auch mit Donny erledigt, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, wo ich hier bin, Freunde. Ich muss mal gleich mal gucken, wenn ich diese kleinen Dinos da los bin. Ja, ich... Oh! Ah, das sieht gar nicht gut aus. Oh, heiße Ecke hier, heiße Ecke, Freunde. Oh, ja, spannend, spannend. 3 Terabits hinter mir. Oh Mann. Und meine Gesundheit sieht gar nicht gut aus. Oh, na, das geht ja schon gut los, Freunde. Das geht ja schon mal richtig gut los hier. Ja, Mori, Micha, Ghosty, ich grüße euch auch ganz herzlich. Ich freue mich, wenn ihr zuschaut und Spaß habt. Alle anderen, die neu dazukommen, neu zuschauen, heiße ich natürlich auch herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Stefans Mix TV. Ja, Freunde, da hinten, da sieht es aus, als wäre da ein grüner Lichtstrahl, aber es kann auch eine Versorgungskiste sein, eine Drup-Dup-Kiste oder so. Ansonsten, oh Gott, wo ist die Klippe? Wo bin ich denn überhaupt? Ah, ich muss noch mal irgendwie an Land oder so. Oh Gott, na, das kann ja was werden. Und da geht es noch tiefer bergab. Ich muss irgendwie an Land, Freunde. Denn dann kann ich mal auf die Karte schauen. Was kann ich jetzt schon machen? Ja gut. Ich bin hier. Da ist die Burg. Ich würde sagen, ich versuche jetzt mal zur Burg zu kommen wieder. Natürlich ohne den Terrorbird über den Weg zu laufen. Versuche ich irgendwie zur Burg zu kommen und dann dort oben, wo die Karte grenzt, wo die Karte endet. Wenn man jetzt nach oben geht auf der Karte, da müsste ja irgendwo dann auch Dorni sein. Das heißt, ich werde mal versuchen, jetzt erstmal hier wirklich an Land zu kommen. Oh, meine Gesundheit. Eieieiei. Und ich habe nichts bei, keine Waffen, keine Kleidung, nichts, gar nichts. Okay, erstmal hier rauf, erstmal hier rauf. Puh, Freunde, das war knapp. Das geht ja schon wieder gut los hier. Action pur, Freunde. Super spannend. Ja. Also da ich jetzt nur im Kreis darstelle auf der Karte, weiß ich nicht genau. Warum bin ich denn jetzt nur im Kreis auf der Karte, Freunde? Das muss ich mal in den Kommentaren mal reinschreiben und fragen auch. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung jetzt die Burg liegt. Ob in die Richtung oder ob in die Richtung? Oh, Freunde, na, das ist ja... aber ich vermute mal... Das ist schwer zu sagen, das ist echt schwer zu sagen. Also ich bin anscheinend der Punkt, aber warum bin ich jetzt ein Punkt und kein Dreieck mehr? Habe ich da irgendwas verstellt oder so? Nee, hier habe ich ja nichts gemacht. Nee, Zellengruppe... Seltsam. Okay. Gut, aber ich vermute mal, dadurch, dass das hier alles Wüstengebiet ist, würde ich mal vermuten, dass da hinten, dass es da hinten war. Also, dass da irgendwo meine Burg sein müsste. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Ach Mensch. Okay, dann gut, dann machen wir das anders. Dann muss ich hier erstmal irgendwie... Oh, 3 Terabits davon. Ach. Ja, das ist jetzt natürlich eine echt miese Situation. Und wenn ich jetzt hier rüber schwimme, weiß ich nicht, ob ich das überlebe. Und ich vermute mal nein. Ach je. Gut, die sind beschäftigt. Gut, dann gehe ich mal hier lang. Tauche ich mal hier ab. Weil ich vermute mal, wenn ich hier wirklich rüber tauchen würde oder schwimmen würde, dann würde mich früher oder später irgendein Hai fressen. Und daher versuche ich mir jetzt wenigstens erstmal... irgendwie ein Speer herzustellen. Möglichst weit weg von den Terrorbirds. Was haben wir denn hier vorne Schönes? Okay. Den kann ich mir sowieso erstmal abhaken, hier den Käfer, weil der wird abhauen. Ja, ich sag ja. Oh, noch mehr Angriffe hier. Ich brauche Speere. Oh Gott, schnell wieder ins Wasser. Schnell wieder ins Wasser. Oh. Naja, da sind wir ja wenigstens sicher. Aber mich würde mal dieser grüne Strahl da hinten. Nee, das ist ein, wo ist denn der jetzt? Da drüben war irgendwo so ein grüner Strahl da hinten.
Vielleicht ist das ja mein Kleid, vielleicht ist das ja meine Tasche da hinten. Dieser grüne Lichtstrahl, ich vermute mal. Aber da hinten ist auch noch mal einer. Direkt bei dem Obelisk. Ja, Freunde, ich weiß auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Am besten wirklich erstmal ein bisschen was sammeln. Mal gucken, was wir einsammeln können. Oh, Ameisen, Ameisen. Fasern, Fasern, Fasern. Oh, da kommt sie schon wieder, da kommt sie von mir. Ah, weg hier. Okay, sie sind weg, oder? Ja. Puh. Knappe Kiste, Freunde. So, meine Burg. Tja. Da oben, wo Burg steht, da ist meine Burg. Oder Freunde, ist das sogar meine Burg, dieser grüne Kreis? Kann das sein, dass das meine Burg ist? Dass ich das gar nicht bin? Ich vermute mal, das ist meine Burg, aber wo bin ich denn dann? Nicht, dass ich jetzt auf der Karte wieder nicht angezeigt bin, aber ich habe da nichts dran verstellt, diesmal bei den Einstellungen. Gut, das sollte reichen. Mal schnell einen Speer herstellen. Na, erstmal raus damit. Okay, was fehlt? Feuerstein und Holz. Gut, Freunde, holen wir uns erstmal ein bisschen Feuerstein und Holz, was wir da brauchen. Und okay, was war das? Was war das? Was war das denn? Was ist das denn jetzt schon? Oh Gott, weg hier, weg, 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 weg. Oh, Schock. Heftig. Heute ist gerade das Herz in die Hose rutscht. Und ich weiß gar nicht, wie oft jetzt schon in diesem Spiel. Oh mein Gott. Ey, das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Heftig. Oh, der schwimmt mir dort nicht immer noch hinterher, oder? Oh mein Gott. Okay, er dreht ab. Oh, gleich zwei von denen. Oh, Wahnsinn. Aber wenigstens kann ich jetzt, glaube ich, schon mal meinen Speer herstellen. Immer noch nicht. Schade. Gut, dann nehmen wir eine Axt, eine Fackel. Und mal Kleidung. Oh, jetzt habe ich zwei Mützen hergestellt, wa? Ja. Ja, Freunde, da fällt mir wirklich mal eine Frage ein. Die werde ich mal im Kommentar schreiben. Beziehungsweise kann ich sie ja schon mal kurz erwähnen. Und zwar, wenn man jetzt von irgendeiner Sache zu viel herstellt im Inventar, ja, und man dann unten diesen Herstellungsbalken hat, wo dann angezeigt wird, wie viel von jedem hergestellt wird, wie kann man das wieder rückgängig machen, dass man, wenn man, was ist denn jetzt los, tauch mal auf, ach jetzt, dass man sagt, man möchte nichts mehr herstellen. Also das wieder rückgängig machen. Ich habe jetzt schon versucht, hier alle Knöpfe irgendwie zu drücken, mehr oder weniger, und ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Deshalb würde mich mal interessieren, Freunde. Das wäre noch so eine Frage, die ich jetzt hätte. Oh, meine Gesundheit. Oh, noch einen Angriff würde ich, glaube ich, nicht überleben. Und da vorne ist schon der nächste, der nur darauf wartet, mich zu fressen, glaube ich. Schätze ich mal, dass das ein Fleischfresser ist. Was fehlt denn jetzt noch? Holz? Und jetzt habe ich, glaube ich, auch noch die falschen Beeren gegessen. Oh Gott, ich muss hier echt aufpassen, nicht, dass hier wieder irgendwas angerannt kommt. Aber hier ist ja richtig große freie Pläne. Da kann man, da sieht man ja schön viel. Stein, Sand. Ah, Sand brauche ich jetzt erstmal nicht eigentlich. Was ist denn hier vorne? Ein riesen Falter. Boah, wie groß die damals waren. Riesig. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich will nur noch ein bisschen Feuerstein. So, und ich bin auch schon wieder weg. Keine Angst. Keine Angst.
Oh, Wahnsinn. Weiß nicht, ich glaube, den kann man. Was fehlt noch? Holz. Okay. Da vorne ist ein Baum. Ich glaube, die kann man nicht zähmen, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß es nicht genau, aber. Und wenn, was können die machen? Was haben die für einen Zweck? Na, ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Also hier in dem Spiel weiß man ja wirklich nicht genau. Also wenn man das Spiel jetzt nicht kennt, welche Tiere jetzt hier aggressiv reagieren, wenn man ihnen nur schon zu nahe kommt, oder welche schon aggressiv reagieren, klar, wenn man sie dann irgendwie mit Pfeilen beschießt oder so. Einige Tiere habe ich ja schon kennengelernt, wo ich weiß, den gehst du lieber aus dem Weg. Ah, hier so ein Parasaure wäre jetzt natürlich auch schön, aber wie soll man den jetzt einfangen? Und vor allem, was bringt er mir jetzt? Ich kann nicht auf ihm reiten. Eigentlich würde er mir jetzt auch gar nichts nützen. Ich muss irgendwie da auf die andere Seite rüber, glaube ich. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie da rüber. Aber vielleicht kann man da ja auch. Doch, ich bin hier unten auf der Wüstenseite, klar. Ich muss wirklich darüber Richtung Burg. Und zwar, ich vermute mal Richtung Obelisk. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich müsste eigentlich auf dieses Stück Insel darüber. Da ist der Weg kürzer. Ich kann ja mal versuchen, dorthin zu kommen. Aber ich muss auch bald mal was essen. Dann noch ein paar Beeren pflücken. Vorher noch mal schnell. Mal schön aufpassen. Aber bis jetzt scheint die Luft ja rein zu sein. Ja, ich finde, die Wüstengegend hat auch ein bisschen was, oder was? Oder Freunde? Haben sie auf jeden Fall echt schön gestaltet. Schön, also schön, schön gemacht. Einfach sieht das herrlich. Ich bin so begeistert von der Grafik. Die ganzen Details und Effekte und alles, das ist schon echt schön. Der sieht ja, ist wirklich, ey, oh, ist das ein Brummer. Ist das ein Brummer. Oh, die Fühler und alles, wie sie die nachgemacht haben, echt schön. Ja, genau. Hau ab. So gut. Nicht quatschen oder nicht lange quatschen hier, sondern mal sehen, dass ich jetzt da mal rüberkomme. Ich versuche jetzt einfach mal, ich zeig mal mit die Pfeilspitze in die Richtung, ich versuche einfach mal in die Richtung dort zu kommen. So ein bisschen. Und dann dort rüber auf die andere Inselseite. Denn ich vermute mal, wo ist denn jetzt hin, der grüne Strich? Jetzt ist er weg. Da war ja, da vorne war ja vorhin noch ein grüner Lichtstrahl irgendwie. Und der hinten ist jetzt auch weg. Oh nein. Oder ist er noch da? Doch, da ist er noch, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das die Klippe war, wo ich. Was sind Versorgungskisten, die da runterkommen? Na gut, egal. Machen wir mal weiter, Freunde. Schauen wir mal. Nur werde ich mich wahrscheinlich wirklich ein Stück weit am Strand bewegen und ein bisschen am Wasser. Einfach nur, falls mich wieder was angreift. Gut, wie sieht es mit Essen und Nahrung aus? Wasser könnte ich gebrauchen. So, und essen könnte man ja auch mal schnell was. Genau, das mache ich erstmal raus. Eine Mütze ziehe ich mir an, die andere mache ich weg. Sand kommt raus und die Beeren füttern. So, mal sehen, sobald wir wieder an Leder kommen und so weiter, werde ich erstmal Lederkleidung wieder herstellen. Ja, Freunde, Folge 22. Finde ich übrigens richtig schön, muss ich sagen, dass ich jetzt schon 22 Folgen davon mache. Oder, ja, mache gerade. Freut mich. Und ich hoffe, euch freut es natürlich auch. Und ihr habt Hauptsache, ihr habt Spaß, das ist mir das Wichtigste. Ja, und wie gesagt, ich habe mir kein Limit gesetzt, keine Grenze, wie viele Videos ich hier mache. Ich ziehe es einfach durch und da sind schon wieder die
Okay, ich würde mal sagen, wir tauchen einfach mal ein Stück da rum. Ist vielleicht best sicher. Ein bisschen abtauchen. Okay, hier sieht es ja auch ruhig aus. Zumindest noch. Habe jetzt hier keine Lust auf Piranhas oder so. Aber auf die zwei Brocken da, da ist ja schon einer im Wasser so halb. Ist natürlich auch keine Lust. Ja, mein Sauerstoff hält ja noch ein bisschen. Sehr gut. Oh, schöne Unterwasserwelt. So, also ich will jetzt auf jeden Fall erstmal Richtung Burg und dann zu Dorni. Mein Stegosaurus, den ich ja letzte Folge mehr oder weniger verloren habe. Da ist der Terrorbird, okay. Ja, scheint so, dass wir hier noch ein bisschen tauchen müssen, bis wir diese Gefahren hier umgangen sind. Umgehen konnten. Mal schauen. Der ist friedlich, der Fisch. Den kenne ich. Der ist friedlich. Diese Rasse. Oder Fischart, besser gesagt. Okay, ich tauche mal kurz auf und schau mal, ob die Luft rein ist. Ah, da ist ein... Ey, ja! Oh, weg, 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 weg. Habt ihr den gesehen am Strand, Freunde? Der diese Pfeile verschießen kann mit seinem Schwanz? Hinten? Ja, nein, 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 weg, 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 weg. Wow. Holt euch lieber hier so eine Motte. Die ist nahrhafter wie ich. Und er kommt noch hinterher und schwimmt mir noch hinterher, weil wenn ich den jetzt angreife, dann... Na, mal gucken, wie lange er tauchen kann. Ich glaube, ich habe einen längeren Atem wie er. Hoffe ich zumindest. Oh, die lassen auch nicht ab, ne? Die lassen auch nicht von immer. Oh, sieht das herrlich aus, ne? Mit dem Rot an der Wasseroberfläche, das Grün, dieses Türkis und dann das Blau und alles. Das ist echt schön. Die folgen immer noch. Ich glaube es nicht. Ich muss auftauchen. Oh, Sauerstoff, Sauerstoff. Jetzt wird es auch noch kalt. Aber wisst ihr was, Freunde? Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich doch gleich rübertauchen, oder? Rüberschwimmen. Oder was meint ihr? Das könnte ganz schön schwierig werden. Schade, dass ihr mir jetzt nicht antworten könnt direkt hier im Spiel, so das wäre klasse. Aber wir sind weg, glaube ich. Jetzt wird auch bald noch dunkel. Okay, ich versuche mal einfach jetzt hier da an den Strand ranzukommen. Sieht da nicht mehr sehr weit aus. Und sehr weit. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja noch. Tja, ich vermute mal, dass meine Tasche mit meinen ganzen Sachen schon weg ist. Vielleicht schon gar nicht mehr existiert. Und ich bin total erschöpft. Ich kann nicht mehr schwimmen, doch. Schwimm weiter, komm. Wir schaffen das schon noch irgendwie. Jetzt bewegt sie sich gar nicht mehr. Das ist nicht gut. Oh nein, das ist gar nicht gut, Freunde. Oh nein. Ich vermute ja was Schlimmes. Ich vermute ja, dass wir gleich hier wieder hops gehen. Ja, sie kann sich kaum nach oben halten. Also, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt an Land kommen soll. Oh, das war keine gute Idee. Oh, da sind die Terrorbirds und... Na toll. Freunde, was mache ich denn jetzt bloß? Hey, grüßt euch Jungs. Ha, schön, dass ihr da seid. Könnt ihr mir irgendwie helfen? Ja, ist ja gut. Nein, ich gehe ja schon, ich gehe schon. Alles gut. Haben die mich jetzt erschrocken? Ich weiß, sie sind friedlich, aber... Legt Nahrung in den letzten Item-Slot, um sie zu zähmen. Ich hab nichts bei. Schade. Tauch auf, tauch auf. Tauch mal auf, los, tauch mal auf. Ja, sehr gut. Komm schon, versuch mal irgendwie zur Insel zu tauchen, zu schwimmen. Vielleicht taucht sie ja. Vielleicht geht sie ja mit dem Tauchen irgendwie.
sieht nicht so aus. Ich glaube, sie bewegt sich hier kein Stück weg. Nein, tut sie nicht. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, kann ich jetzt eigentlich nur noch warten, bis ich hier hops gehe, glaube ich, weil was kann ich jetzt sonst machen? Kleidung herstellen vielleicht mal kurz versuchen. Vielleicht hilft das noch ein bisschen. Das wäre jetzt noch so eine Idee von mir, aber ich glaube... Oh, zwei Hosen. Dann kann eine weg. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Ja, ein bisschen wärmer. Obwohl, nein, ich glaube, jetzt ist ganz... Jetzt hat sie sich schon irgendwas gebrochen. Also die Gesundheit ist jetzt... Schade. Sperma wegpacken vielleicht. Ein Schwimmer. Aber sie schwimmt ja sonst eigentlich auch mit dem Speer. Oh je, na tolle Wurst. Schade. Ich würde sagen, dann spawne ich aber das nächste Mal bei der Burg. Und laufe den ganzen Weg nochmal hoch, um Dorni zu finden. Das hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Ja. Naja. Gut, Freunde, dann spawne ich jetzt mal einfach hier bei meinem Bett an der Burg. Ich spawn Bett. Ja, schade, dass das jetzt so geendet ist. Aber gut, kann man nicht ändern jetzt. Das war echt heftig. Terrorbird hier und da diese Wildschwein-ähnlichen Tiere. Dann noch die fliegenden Ameisen. Okay, naja gut. Wenigstens sind wir ja erstmal wieder zu Hause. Und jetzt mache ich mich auch sofort nochmal auf die Suche nach Dorni. Ach, schade. Didi ist noch da. Kann ich mal kurz aufleveln. Was kommt weg? Oh, 10 Level hat er. Nahkampfschaden, Gesundheit, Ausdauer und Gewicht. So. Na dann. Apropos, können wir mal schauen. Gut, mit Herstellen ist ja glaube ich nicht viel, oder? Hätte ich ja vergessen, das Holz reinzulegen. Ach je. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt erstmal Holz mit. Fasern, Stein. Stroh meine ich, Stein. Fasern, Feuerstein, Schuhe. Na, zum Glück habe ich das alles bei. Und noch eine Steinaxt. Boah, ich nehme nochmal Holz mit. Ich nehme alles doppelt mit. So, okay. Packe ich schon mal ein bisschen Holz rein erstmal. Gut. Okay, nochmal los. Gehen wir jetzt auf Dorni-Suche. Muss mal eine Fackel herstellen. Nehmen wir so nah mit. Werde ich vorher nochmal schnell aufleveln. Und zwar mit jeder Menge Nahkampfschaden, Gewicht und Gesundheit. Oh, eine Pfeilspitzhacke, sehr gut. Kann die raus. Na gut, die Steine können erstmal weg. Fackel kommt mit zu mir rüber. Die können auch erstmal mit weg. Das ist unnötiger Ballast, das kann auch weg, das auch. Ja.
Ein paar Beeren nehme ich mir mit rüber. Okay, ich denke mal, das reicht. Gut, so, na, dann gehen wir jetzt auf die Suche nach Dorni. Und da sind wir ja einfach nur hier hoch. Einfach nur die Karte hoch. Ja, seht ihr, Freunde, ich weiß nicht, ich bin auf der Karte nicht zu sehen. Das müsste ich vielleicht mal irgendwie umändern. Ich hoffe nur, ich finde die Klippe jetzt wieder, wo ich hochgelaufen bin. Wir sind ja dann später irgendwie den Weg da lang und mal schauen. Was ist da los? Was ist denn da los? Ach so, er hat sich nur verfangen, okay. Ah ne, er kämpft mit einer Schlange, okay. Oh, das wollte ich nicht. Ah, weg. Nein, da will man mal helfen. Okay. Nein. Das ist ja auch noch bewusstlos. Nein, was ist denn jetzt los? Jetzt ist sie schon wieder da, oder was? Lass jetzt bitte nicht noch eine Schlange kommen. Nein, da ist irgendwas anderes. Oh, Freunde, ich hab... Oh Mann, ich hab hier nur Pech heute. Okay, das war's. Deine Sonar-Level Parasaur wurde killed von einem Megan. Mhm. Oh, Freunde, spannend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach nur spannend. Abklingzeit. Okay, gut. Schade, schade, schade. Ja, aber so kann es gehen, ne, Freunde? Das ist halt arg. Gut, dann muss ich mir halt alles nochmal neu herstellen und zusammensuchen. Ja, meine Burg wird dann später auch noch ausgebaut. Aber jetzt will ich, wie gesagt, erstmal noch Dorni wenigstens wiederfinden. Habe ich hier noch irgendwas auf dem Schiff? Mal schauen. Ich könnte ja mit Fly losfliegen. Ich habe ja eigentlich nichts am Gewicht bei. Eigentlich müsste er mich ja... Ach, er hat ja keinen Sattel. Nein, er hat keinen Sattel. Schade. Dafür bräuchte ich jetzt Leder und Metall und alles sowas. Okay, haben wir noch Leder? Nee, ich glaube nicht. Hm. Nein, Öl. Feuerstein, okay. Schade, schade, okay. Dann... Tja, muss ich das anders machen, Freunde, dann muss ich nochmal da durch. Das heißt, wir sammeln jetzt erstmal ein paar Beeren. Was läuft denn hier vorne lang? Achso, so ein kleiner. Level 60 hat er. Ui, ui, ui. Ja, wie gesagt, hatte ich ja alles ein bisschen hochgeschraubt. Wobei mich ja mal interessieren würde, könnte man ja irgendwann mal, also jetzt nicht bei einem Aufnahmevideo so machen, sondern bei einem einfachen, normalen Spiel mal die
den Regler ganz weit hochdrehen nach rechts für die Schwierigkeit der Dinos, also die Level der Dinos, ne? Und gleichzeitig auch die Qualität der Versorgungskisten. Würde mich mal interessieren, was die Dinos dann für ein Level haben. Ob man die dann überhaupt noch erlegen kann. Wahrscheinlich nur noch mit einem automatischen Geschütz oder sowas. Oder wirklich mit schweren Waffen. Gut. Dann haben wir ein bisschen Holz. Hier? Vielleicht? Auch nicht. Können wir das aufsammeln? Diesen Baum. Okay, ich brauche noch ein bisschen Stein. Gut. Ja, Freunde, ich würde wirklich gern Dorni wiederfinden. Was kommt denn da schon wieder? Was kommt denn da schon wieder an der Rand? Da war doch gerade irgendwas Großes, oder? So, erstmal. Okay. Das Metall bringe ich mal noch schnell in den Schmelzofen. Gut, okay. Das kann ja da noch drin bleiben und ja. Ja, was ist das denn? Oh, was war das? Hä? Was war das denn gerade? Das Rote, habt ihr das gesehen, Freunde, was hier so geflackert hat? Können wir vielleicht noch mal einen Bogen herstellen? Ja. Ist an mir vorbeigelaufen. Gut, Freunde, dann stelle ich jetzt noch mal ein paar Pfeile her. Ja, ich gebe mich auf. Gut, ich bin jetzt zwar wieder hops gegangen, aber ich versuche Dorni wieder wenigstens wieder zu finden. Und dazu werde ich auch noch ein bisschen Stein brauchen, noch ein bisschen Holz. Entschuldigung. Für die Pfeile halt, ne? Mal alles hier schön absammeln kurz. Gut, ich denke mal, das reicht. Ein paar Fasern.
Oh, Freunde, das wird spannend. Ich hoffe, dieser Saurier von eben, der findet uns nicht wieder. Zumal ich ja auch nicht genau weiß, wo Dorni ist. Und ob wir sie überhaupt wiederfinden. Ich hoffe es, klar. Aber der genaue Weg, also ich weiß, dass ich von hier hochgelaufen bin und immer geradeaus eigentlich. Gut, wir versuchen es nochmal, Freunde. Vielleicht kann ich noch ein Kleidungsstück noch herstellen. Schuhe wenigstens oder so. Auch nicht. Brauchen wir dafür? Leder. Und dafür auch. Gut. Ja. Was nehmen wir noch mit? Am besten ein Bett oder sowas. Auf jeden Fall fehlt uns ja auch Leder. Ein Schlafsack wenigstens? Fehlt uns auch Leder. Aber gut, eine Fackel. Wir nehmen auf jeden Fall mal eine Fackel mit, vorsichtshalber. Dann nehmen wir zwei. Und nochmal ein Speer. Und noch ein paar Pfeile. Weil dann stelle ich mir nämlich dort vorne irgendwo in der Nähe von der Klippe erstmal eine Fackel auf. Falls ich dort nochmal hinkomme, dass ich die dort sehe und weiß, wo ich dort bin quasi. Also wo ich war und so weiter. Und ein Holz mit. Ich vermute mal, Stein fehlt. Vorne. Da ist meine alte Tasche. Okay, okay. Sehr gut. Ja, sehr schön. Okay, ich bin zwar überladen, aber das macht ja nichts. Die Bären kommen raus. Was kommt noch raus? Das Metall kann eigentlich auch erstmal mit raus. Schuhe ziehe ich mir an. Das nehme ich auch mit rüber. Die Steinaxt kann mit raus. Die Spitzhacke kommt hier unten hin. Dann nehmen wir die auch mit raus. Was können wir noch rausnehmen? Den Stein auf jeden Fall nochmal. Ja, ein bisschen Holz. Die Fasern können mit raus. Die auch. Das Leder. Ah nein, das Leder. Das hebe ich mal. Jetzt habe ich alles wieder aufgehoben. Alles nochmal, schade, schade. Also Stein. Feuerstein raus. Stein. Okay, dann hier die Spitzhacke kommt raus. Fasern, Metall. Ja. Das Fleisch behalte ich mal noch und die Bären auch. Vielleicht mal was essen. Ja, Freunde, mal schauen. Vielleicht haben wir ein Glück. Lass mal ein bisschen schnell ein bisschen kräftigen. Kann man einen Schluck Kaffee trinken hier? So. Verfallzeit 1 Minute 35 Sekunden. Dann nasche ich das lieber noch schnell weg. Und Wasser wollte ich ja eigentlich auch nochmal. Ah, okay. Auffüllen. Vielleicht plötzlich noch mal schnell runter zum Strand. Ja. Laut meines Wassertropfens würde ich sagen, ich flitze noch mal runter. Und dann mache ich los. Schade, dass ich McFly nicht mitnehmen kann. Ich würde ja gern mit ihm fliegen, aber ich habe den Sattel eben nicht. Wobei ich überlege, wenn man jetzt mal schnell einen herstellt, was bräuchte ich dafür alles nochmal? War das der? Ja, ne? Ja. Chitin, Keratin und Leder. Oh nein, das wird nichts. 230 mal Leder. Wo soll ich denn die jetzt her auftreiben? Gut, er könnte mir Leder geben. Tut mir zwar leid für ihn, aber... auch das Leder. Und da war gerade ein Dylopho, oder? War da gerade ein Dylopho? Ich hoffe nicht. Okay, wo bist du? Wo bist du? Ist der jetzt abgehauen?
Der ist abgehauen. Na gut, egal. Dann eben ohne Flugsaurier. Aber was ist, wenn ich da an der Klippe ankomme? Wie komme ich dann da runter? Tja. Chitin, Keratin bräuchte ich ja auch. Für den Sattel. Ich meine, man könnte ja. Mit dem Floß rumfahren. Mit dem Floß rumfahren. Aber ich weiß nicht, ob das. Ich laufe da jetzt nochmal hoch. Ich versuch's nochmal, Freunde. Ansonsten renne ich halt. Muss ich halt rennen? Wie viele Pfeile haben wir überhaupt? 15. Können wir nochmal schnell ein paar herstellen? Na, ich vermute mal ganz stark, dass das hier einfach die Richtung war. Ja, doch einfach hier hoch. Dann sind wir hier lang, glaube ich. Oh Mann, ich muss hier so aufpassen. Ich wäre schon mal heilfroh, wenn ich ihn da unten an der Klippe irgendwo sehen würde. Ich denke mal, verteidigen kann er sich. Da ist er stark genug. Wer weiß, ob er noch da ist, Freunde. Und da war diese Steinwand. Ja, okay. Wie sind wir da jetzt lang? Sind wir da nach rechts oder so? Oder nach links? Ich weiß es gar nicht mehr genau, Freunde. Aber ich würde sagen, wir gehen mal lieber rechts lang, wa? Da vorne gibt es gerade einen Kampf, glaube ich. Ein Elektrodino? Nee. Nee, doch nicht. Okay. Ja, jetzt hier lang, oder? Oh, da ist was, Freunde, weg hier. Okay, wo ist jetzt diese Riesenklippe? Wo war das? Ich glaube, jetzt habe ich mich schon komplett verlaufen. Also das sieht hier alles ziemlich hoch und steil aus, aber in der letzten Folge da war das alles ein bisschen höher. Und da war unten auch dieser Fluss, vielleicht ist das sogar der Fluss da unten. Das muss ja eigentlich, müsste das ja. Mal ins Licht halten hier. Naja, da war ein Fluss, ja, aber ich gehe mal einfach in die Richtung. Oder hier hoch. Okay, Freunde, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Aber hier ist schon mal eine hohe Klippe, das ist schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Aber ist, glaube ich, nicht die, die ich meinte. Können wir mal gucken, vielleicht sehen wir von hier oben aus mehr. Hier geht es gut steil abwärts, aber ich würde mal vermuten, dass es da in die Richtung geht. Da irgendwo muss das gewesen sein, glaube ich. Da ist die Wüste. Oder sind das da die Klippen? War das nicht da vorne irgendwo? Aber dann laufe ich ja quasi wieder in die falsche Richtung. Ja, Freunde, jetzt habe ich keinen Kompass bei und ich sehe nicht, in welche Richtung ich laufe auf der Karte. Das macht die Sache natürlich nicht gerade einfacher, mein Dorni wieder zu finden, aber ich gebe ja nicht auf. Ja, eigentlich bringt die Karte gar nichts mehr, glaube ich. Bringt ja gar nichts. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung. Das ist natürlich schwierig. Ich würde mal sagen, ich gehe einfach mal hier oben lang.
hier irgendwie weiter. Komme ich hier hoch? Ja. Immer scheint doch ein bisschen zu steil zu sein. Okay, gut. Muss ich mir einen anderen Weg suchen. Oh, 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 oh. Tja, okay, ich werde wahrscheinlich... Also wenn ich mich jetzt sowieso komplett verlaufen habe... Ja, da kommt eine Schlange, eine Anaconda. Wenn ich mich jetzt sowieso komplett verlaufen habe, kann ich mir wahrscheinlich auch meine Burg abschminken, es sei denn, ich spawne dort mal. Hier ist wieder dieser Weg. Ja, war das nicht hier? Sind wir nicht hier den Weg lang? Ja, und dann? Wo sind wir denn dann lang? Ah, ich weiß das nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall eine steile Klippe, aber... Es könnte auch sein, dass ich jetzt mittlerweile schon total lange hier im Kreis renne. Ach Mensch. Es tut mir leid, dass es jetzt dann vielleicht für euch ein bisschen zu langweilig wird. Ich hoffe nicht. Wo es ja eigentlich die ganze Zeit spannend ist, finde ich. Da unten, da, das ist doch die Klippe. Ich glaube, ja, das ist die Klippe. Oh, weg hier, weg. Ihr habt hier so viele Tierchen, die ihr euch schnappen könnt, aber nicht mich. Nicht mich. Freunde, Entschuldigung, aber ich glaube, ich habe die Klippe gefunden. Wenn ich jetzt noch diese Steinbrücke finde, und die müsste ja da eigentlich auch irgendwo sein, hoffe ich mal. Ja, da ist die Steinbrücke. Jetzt ist nur die Frage, wo ist Dorni runtergestürzt? Da unten ist er doch, oder? Ist er das nicht? Nee. Dann wäre er, glaube ich, angezeigt, oder? Und es war weiter... Egal, ich habe das Gefühl, ich komme hier heil runter, irgendwie. Mal schauen, dass es nicht zu hoch ist. Immer noch hier vielleicht... Oh ja, ouch. Und hier vielleicht noch irgendwie runterkommen. Hm. Da wird es schon zu hoch. Ich riskiere es einfach, ich springe hier einfach mal runter. Okay, das ist unten ein anderer, jedenfalls nicht meine. Aber ich könnte... Oh, 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 oh. Wie ist er hier hochgekommen? Aha. Hier vielleicht. Sehr gut, dann kann man ja hier fast perfekt runterkommen. So, am besten direkt runter... Naja, wohl direkt runter zum Strand, Freunde. Was meint ihr? Ich weiß nicht. Stimmt, ihr könnt mir ja nicht antworten, ist ja das Problem. Aber hier komme ich, glaube ich, auch nicht weiter. Also ich schätze mal, ich werde hier runter müssen. Langsam, langsam, langsam. Langsam, ja. Ja, sieht doch schon gut aus. So, und vielleicht finden wir Dorni. Aber ich glaube, die hängen an irgendeinem Vorsprung fest, ne? So wie ich das beim letzten Mal gesehen hatte. Oh, 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 oh. Sagt er, sagt. Oh no. Ich hoffe, ich bin hier noch richtig. Ich hoffe, das ist der Fluss. Und vor allem, was ist hier unter Wasser alles? Oh. Okay, Freunde. Einfach mal Augen zu und durch, würde ich sagen. Versuchen wir mal irgendwie nach vorne zu kommen. Ja, hier geht's weiter. Sehr gut. Dann muss das doch hier irgendwo gewesen sein. Da ist die Steinbrücke. Und hier irgendwo müsste eigentlich auch Dorni sein. Aber selbst wenn sie ist, wie soll ich sie hier wieder rausbekommen? Oder war das weiter hinten? Oh Gott, ich weiß nicht genau. Freunde, ist hier unter Wasser irgendwas? Nein. Alles safe, wie es scheint. Och, herrlich. Ist das herrlich. Ich
glaube, ich bin ganz nah bei Dorni, aber ich weiß nicht, wo sie jetzt genau ist. Das ist das Problem. Ah, nein, 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 nicht. Nicht abschießen, nicht abfeuern. Okay. Kann man mal darüber schwimmen? Ja, vielleicht kann man sie ja von hier aus sehen. Da oben ist was. Ah, ich glaube, das war nun. Ja, da ist ein Dino, aber nicht meiner. Schade, ich vermute mal, dass sie hier runtergestürzt ist irgendwo. Irgendwo hier war das gewesen. Schade. Na gut. Naja, man hat es wenigstens versucht, Freunde. Man hat es wenigstens versucht, ne? Aber zumindest weiß ich jetzt schon mal, in welche Richtung es zur Burg geht. Aber in der nächsten Folge werde ich dann auf jeden Fall erstmal die Sichtbarkeit auf der Karte wieder einstellen. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach mal hier weiter. Mal gucken, was uns hier noch so schönes für Abenteuer erwarten. Spannende Abenteuer. Ja, dann hoffe ich nur, dass Dorni überlebt. Irgendwie. Ich vermute mal nicht, dass man ihn abschlagen kann. Ne? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Oh, und diese Steinbrücke, das ist so herrlich. Das sieht klasse aus. Ach, muss ich dort irgendwo nehmen. Nee, die ist weg. Vielleicht war es auch wirklich irgendwo weiter hinten. Dort irgendwo und man kann sie von hier aus gar nicht sehen. Dass wir dort irgendwo runtergestürzt sind. Kreuz des Fadenkreuzes. Wer weiß. Okay, na gut. Sammeln wir noch ein paar Beeren. Mal gucken, was uns hier hin verschlägt. Ja, Freunde, also wie gesagt, die Burg. Da komme ich jetzt erstmal so schnell nicht ran. Ich würde, glaube ich, wieder zurück schwimmen. Aber ich will mal hier lang weiter. Weil da packt mich einfach auch wieder die Neugier. Alles hier zu erkunden und zu erforschen. Ist ja auch echt schön gemacht und mega spannend, finde ich. Oder war das die Steinbrücke da vorne? Nee, ich glaube nicht. Was ist denn da? Was ist das denn? Hä? Hat sich ein Tier verbackt oder was? Was ist das für ein Tier? Männlicher Paracetarium. Und der. Der hat sich hier richtig verbacht, ja. Entschuldigung. Oh, ist das schön hier, oder? Ist das nicht echt schön? Also ich finde es echt schön. Und da oben ist irgendwas Rotes. Ein Stegosaurus. Und er kämpft, glaube ich, gerade gegen eine Schlange.
Komm ich hier hoch? Komm ich hoch? Nein. Ah, ja. Hey, hast du einen Sieg? Sehr schön. Kann ich mir mal das Leder holen? Und an dem überhaupt noch was dran ist? Hatte ich ja noch mehr. Na, sehr schön. Die Schlange. Wow. So viel Leder. Sehr schön. Wenn wir jetzt noch Keratin bekommen könnten. Oder Chitin. Level 6. Also ich werde mit den beiden jetzt natürlich nicht anlegen. Aber ist das nicht ein Traum? Sieht das nicht herrlich aus hier? Echt schön gemacht. Also jetzt haben wir hier eine Brücke, da vorne eine Brücke. Na gut, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Dann ist okay, dann nochmal was essen. Ist ja auch immer nicht verkehrt. Ja, Freunde, ich weiß ja nicht, vielleicht stelle ich mir demnächst irgendwo nochmal schnell ein Lagerfeuer auf. Wäre vielleicht auch gar keine schlechte Idee. Und rein theoretisch könnte ich mir jetzt auch ein Bett bauen. Leder. 40. Oder? Ich weiß nicht. Weiteres Bett habe ich jetzt auch nicht bei. Ich glaube, ich kann erstmal raus. So, das muss erstmal reichen. Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich baue mir jetzt ein Bett. Und ein Strohfundament. Was haben wir hier schon mit? Ein Pomia-Sattel. Pomia. Lederkleidung. Eine Angel. Ja, 230 mal Leder, das ist heftig. Also eigentlich ist es ja so an sich nicht viel, aber wenn man jetzt so mit nichts dasteht, mehr oder weniger. Na gut, ich habe einen Pfeil und Bogen, aber jetzt die Stegosaurus da platt machen. Ich weiß nicht. Ich müsste einfach nur auf irgendeine Erhöhung raufkommen vielleicht, wo die nicht hinkommen. Und dann, der Stein sieht doch ganz gut aus, wenn man da raufkommt. Ja, man könnte es versuchen, oder? Wenn die mich hier oben erwischen. Vor allem reichen die Pfeile, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die reichen. Feuerstein. Achso, auch noch. Donny! Donny ist da und Maul ist auch da! Ja, Freunde! Ich glaub's nicht! Ich glaub es nicht! Ohuhu. Ja, Donny ist da! Ich hab sie gefunden! Wahnsinn! Ich glaub's nicht! Oh, herrlich! Mann, da bin ich ja glücklich! Da bin ich ja froh! Jetzt haben wir schön Tier, Keratin, da könnten wir endlich dann zu Hause auch den Sattel herstellen. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Aha, ich glaub's nicht, ey, das ist der Wahnsinn.
Na, dann folgt mir mal. Wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwie wegkommen jetzt aus dem Platz.